Hallöle, Grüße miteinander und ein herzliches Willkommen zurück hier bei Galaxy Fair mit und von eurem Jan Simon hier bei Star Trek Online. Ja, es geht wieder mal los. Wir haben eine neue Mission gekriegt und zwar zum Jubiläum. Ja, es wurde schon angeteased und man sieht es auch im Ladebildschirm. Dr. Beverly Crusher ist nun mit dabei. Es ist so, ich habe ja schon die TFO gespielt, die neue. Und jetzt machen wir einfach hier die Dings, die Episode, genau. Und zwar der Fuiwara-Effekt. Im Übrigen, richtig cooler Titel. Verweis auch auf einen interessanten Eintrag in Wikipedia. Also einfach mal nach Fuiwara-Effekt googeln. Und ey, das ist einfach so Genius Mind Titel. Einfach richtig cool. Ja. Unter der Führung des Terranischen Imperators reist der andere zur Erde, um der Heimat der Föderation einen Todesstoß zu versetzen. Allianzstreitkräfte vereinen sich für eine verzweifelte Verteidigung und ein kühner Plan entsteht. Aber wird die Zeit reichen, bevor die Erde eine tragische Erinnerung wird? Kontakt ist Admiral Jarel Quinn, Flottenkommandant der Sternflotte. Rufen wir ihn. I'm afraid I have bad news. Under the command of Emperor Crusher, the other is approaching the Sol system, digitizing any vessels that dare to offer them challenge. We're calling in all available ships to form a defense here, including yours. If this is to be our last stand, I want our best and brightest on the line to meet the enemy in battle. Okay, melden Sie sich beim Raumdock der Erde im Sol-System. Es gibt einen täglichen Ereignisfortschritt, Arzt-Kittel-Belohnung, finde ich auch sehr interessant. Plasma-Digitalisierer-Waffen, auch sehr cool, wahrscheinlich für das neue Jubiläumsschiff, was wir kriegen. Und ein bisschen Deli-Erz. Arzt-Kittel habe ich schon bei anderen Streamern, bei anderen Streams gesehen. Da sind beide Arzt-Kittel-Belohnungen drin enthalten. Also ich sag mal Butterbeine Fische. Ich hatte die Mission schon mehr als einmal gespielt und gesehen. Ich weiß, was auf mich jetzt zukommen wird. Also von dem her ist das alles nichts Neues für mich. Aber trotzdem, ich nehme die Mission natürlich an. Lasse ich mich immer noch gerne überraschen und so. Oh, was? Wie passiert das jetzt? Ich habe mir auf jeden Fall schon mal den neuen Jubiläumsspaß geholt. Da darf natürlich nicht fehlen. Oh, es ist ja alles. Alles auf einmal. Weil ich kenne das nur, dass nur eines von den dreien kommt. Also entweder Blitze, entweder die Drohnen, also die Sonden, oder die Plasma Balls. Finde ich sehr interessant. Und nachdem das ja hier eine verzweifelte Mission ist, habe ich hier natürlich mein Flaggschiff gerufen. Nein, das ist eigentlich, das ist nicht ganz richtig. Also ihr kennt ja mein eigentliches Flaggschiff, der Galliger Dreadnought. Aber ich habe hier ein anderes Schiff und das werden wir jetzt gleich sehen. Also auf jeden Fall bis gleich zur Erde. Bei der Erde meine ich natürlich. Bis gleich. So, da sind wir im Sol-System und hoppala, da haben sich ja sehr viele Leute hier versammelt. Mal gucken, ob wir alle erkennen. Okay, eine Meisterin, eine orionische Meisterin, dann eine Klingonenkatze, dann haben wir hier zwei Klingonen, zwei Schwertmeister, alles klar. Dann haben wir hier eine weitere Reihe von Klingonen, hier haben wir eine weitere klingonische Katze, hier haben wir Kemen, den klingonischen Geheimdienstoffizier der Flotte. Dann haben wir hier Adet Par. Richtig cool, dass sie hier mit dabei ist. Dann haben wir Hodge. Ich glaube, das ist einfach nur die Bezeichnung für diesen Gorn. Dann haben wir hier Je'ula, die hier Haare bekommen hat. Finde ich auch sehr interessant, dass man Je'ula mit Haaren sieht. Und die Kleidung finde ich auch sehr cool. Lerelle ist wieder da. Finde ich auch sehr cool. Dann hier natürlich Worf und Kern,
die beiden Brüder zusammen, finde ich gut. Dann haben wir hier natürlich Martok, der darf hier auch nicht fehlen. Dann haben wir einen weiteren Dahameister. Dann haben wir einen Gemheiter Ersten. Einen nausikanischen Captain, warum auch immer. Ah, hier ist noch ein nausikanischer Captain, alles klar. Dann haben wir hier Lita, die gute Version sozusagen. Die haben sie auch grafisch überarbeitet, finde ich gut. Dann haben wir hier natürlich Captain Nock, der hier natürlich keine Sprechrolle bekommen hat. Leider. Dann haben wir natürlich Rom, Begier. Also hier haben sie wirklich alle zusammengetrommelt. Hier haben sie viele Ärzte. Hier stehen auch noch ein paar Ärzte rum. Ein Remaner, ein Commander der Wache. Dann haben wir hier einen bolianischen Wissenschaftler, einen Romulaner, einen romulanischen Subcommander. Commander Mena war, glaube ich, der romulanische Geheimdienstoffizier. Sicherheitschef. Ich glaube, das ist die Kapitänin der Turing, glaube ich. Also ich glaube, der Cheyenne. Dann haben wir hier Obisek. Obisek darf natürlich auch nicht fehlen. Ein Paklet-Techniker. Finde ich auch sehr interessant. Einen weiteren Dahameister. Hier haben wir natürlich Detan. Dann haben wir hier Admiral Carrick. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Raisa Hen. Ich weiß nicht mehr, von wo man die eigentlich kennen müsste, aber gut. Dann haben wir hier Seven, die ja eigentlich schon, wenn es nach Picard Staffel 3 geht, der Sternflotte angehören müsste. Bin mal gespannt, ob sie das hier noch überarbeiten. Ich glaube eher nicht, aber man kann ja noch hoffen. Dann haben wir hier noch weitere Romulaner stehen, dann ein Remaner, noch ein Romulaner und eine Orionerin. Dann wollen wir mal runter gucken, welche Elite denn unten steht. Dann haben wir... Oh, okay. Quinn, bitte einmal kurz ruhig. Ich will mir hier die Person ansehen. Dann haben wir hier noch ein paar Ärzte. Okay, man kann hier nur geradeaus gehen. Alles klar. So. Dann haben wir hier Corin. Finde ich auch gut. Das klingonische Flaggschiff wird vertreten. Kagran. Natürlich. Allianz-Commander. Ah, Commander Vanzeel. Auch interessant. Sie trägt auch eine Allianz-Uniform, aber nur in lila. Naja, sie ist ja auch Spionageoffizier. Dann haben wir hier unsere Kumake, nachdem sie ja in der Mission die Berufung, die Spiegelvariante getötet wurde. Dann haben wir einen nausikanischen Captain und einen Angriffsoffizier, der Jamala, da. Einen weiteren technischen Commander. Dann haben wir hier Delva, ich glaube den Dominion-Geheimdienst-Spionage-Offizier. Dann haben wir hier Loris. Ja, das ist Captain Curran. Sehr interessant. Also die DS9-Crew ist hier auch vertreten. Dann haben wir hier natürlich Admiral Quinn. Dann haben wir hier Tiaru Jock. Finde ich auch sehr gut, dass sie hier da ist. Dann haben wir hier Commander Burgess und Lieutenant Commander De Soto. Natürlich unsere Geheimdienst-Spionage-Elite. Dann haben wir hier Admiral Tenay stehen. Und was mich sehr verwundert hat, Stamets und Burnham stehen ebenfalls hier. Richtig krass, dass sie hier mit dabei sind. Dann haben wir hier die Voyager-Elite, Captain Tom Paris, Captain Harry Kim, Commodore Tuvok und, ja, ihr könnt es lesen, Fenrich Brax. Da sollte Admiral Janeway da drauf stehen. Im Englischen steht da, glaube ich, Admiral Janeway drauf. Aber hier im Deutschen heißt es Fenrich Brax. Was soll denn das? Das ist immer noch nicht überarbeitet. Fix das mal! Meine Güte. Ich glaub's ja nicht. So, dann haben wir hier Captain Shaw natürlich mit seinem Trupp. Und dann haben wir hier noch Captain LaForge stehen. Finde ich cool. Also hier haben wir auch die TNG-Crew ein bisschen zusammen. Also mit Geordi und Worf. Finde ich gut. Dann haben wir hier... Ah, hier ist der andere höchstwahrscheinlich. Dann haben wir hier die Enterprise, die Borthos Crew. Dann haben wir hier die Scimitar. Und da haben wir die Kitomer, die Flaggschiffe auf jeden Fall hier in der Nähe. Und ich glaube, hier ist das Flaggschiff von Odo. Also das Dominion ist hier auf jeden Fall auch vertreten. Finde ich gut. Ja, das ist die wahrscheinlich errechnete... Der errechnete Kurs zur Erde vom anderen. Ich bin mal gespannt. Also jetzt können wir gerne die Einsatzbesprechung beginnen. Aber kurz vorher muss ich noch kurz was checken. Ich bin gleich wieder da. Also jetzt.
Ja, bin wieder da. Hab gerade das gecheckt, was ich checken wollte. Ja, ich bin mal gespannt, wie ich diese Stream, beziehungsweise diese Aufnahmesession hier überstehe. Aber okay, erstmal Einsatzbesprechung verfolgen. Good morning. I realize the risk you've all taken in being here, to stand at our side at this dark hour. On behalf of Starfleet and the Federation, thank you. Weiter. The interstellar entity known as the Other is approaching this system as we speak. Conventional methods of engagement have proven futile against the entity, but we have been able to limit the raiding conducted by the Terran fleets accompanying it. Okay. Under the guidance of the Terran Emperor, the Other will erase Earth from existence in a matter of hours. Once that happens, they will continue their reign of terror, eliminating the core worlds of every Alliance faction. Anyone else brave enough to stand against them. The time to act, to make a stand, is now. Absolut, dem stimme ich zu. Oh, Cutscene. I realize the odds are against us here. We're facing an enemy with a power level unheard of. But there is still hope. We have a plan. A plan, Admiral? Ah, how do you intend to defeat a being of godlike power? We have established contact with someone who knows the Emperor well. We believe they hold the key to victory in this conflict. We're ready. Energize. Und dünn dünn dünn. Spiegelcrusher. Admiral Quinn is correct. I know the Emperor very well. After all, I am his mother. There have been concerns about my son in the Empire for some time. It was decided that a contingency plan was required. In case he ever lost control. That time has come. For years, I've been working on a means to disrupt his great powers. We need to strike before he is fully merged with that thing. Before he loses the last elements of his humanity. Before he is no longer my son. Da spricht die Mutter aus ihr. Ja, auf jeden Fall sehr interessant, dass das Spiegel Dr. Crusher hier mit an Bord ist. Und das sind, glaube ich, Mako-Offiziere. Sternflotte Sicherheitsdienst. Sieht mir sehr nach Mako aus. Sehr cool auf jeden Fall. Ja, mit Spiegelcrusher sprechen wir auf jeden Fall jetzt. You look like a person with something on their mind. What can I do for you? Sie können das erkennen, sehr interessant. Beginnen wir mit Ihrer Rolle in dieser anstehenden Operation. Operation? Interesting choice of words. As a surgeon, I'd say that what we're about to do is very much like an operation. On a very specific patient. Dem stimme ich zu. In this case, if we're successful, we'll be saving our lives. Das stimmt allerdings. Der Patient ist in diesem Fall ihr Sohn, der Terranische Imperator. Wird es da irgendwelche Probleme geben? That's right. I've developed a countermeasure to his abilities. It utilizes a variable phase shift delivery system, one that should evade any detection tech. Or personal defenses he might have in place. Und was machen wir dann dagegen? I'll deploy a cluster of nanotech into his nervous system. It's based on tech provided by our Marshal Janeway. I understand she acquired it from a rather advanced group of cyborgs in the Delta Quadrant. Based on my research, it'll disrupt the parts of Wesley's brain that allow him to use his powers. He'll be human again and vulnerable to attack. But ich finde es auch sehr interessant, dass sie in der Cutscene gesagt hat, zum anderen, beziehungsweise zu Spiegel V'ger, zu dieses Ding aufhalten. Sie ist eigentlich Wissenschaftlerin und sie müsste das eigentlich betiteln. Aber man kann dir nicht verübeln. Und Nanotechnologie, also höchstwahrscheinlich Nanotechnologie von Marshall Janeway. Borg-Technologie? Faszinierend. Und vor allem von einer Gruppe fortschrittlicher Cyborgs im Delta-Quadranten. Unsere Dr. Crusher, die hätte dazu einfach Borg gesagt.
sage ich, wie es ist. Sage ich einfach, wie es ist. Aber okay. Allerdings, sagen sie, gibt es denn ein vielleichtiges Problem? The countermeasure must be deployed at short range. Ach, du Lieb. We need to get to him at the core of the other to pull this off. Unfortunately, they have fortified their defense systems. Until we can safely breach those defenses and reach the core, this conversation is moot. Dem stimme ich ebenfalls zu, aber wir arbeiten daran. You'd better work fast. My son might be taking his time getting here, but he won't take forever. If you don't have something by the time he arrives, well, I'm told the digitization process is quick and painless. A rather humane method of execution, all things considered. Die Digitalisierung schnell und schmerzlos. Ja, das haben wir schon zu Genüge gesehen, zum Beispiel bei der Innsbruck. Humane Methode für eine Hinrichtung. Das können auch nur Terraner sagen. Also gut, lassen Sie uns dann bitte hoffen, dass es nicht so weit kommt, Doktor. So, jetzt müssen wir mit Corin, Jarok und Loras sprechen. Sprechen wir erstmal mit Corin. The Federation stood with the Empire over Kronos, when the Undine sent their planet killer to destroy the homeworld. We fought at their side against the Iconians, and we will fight at their side against the other and the Terrans. It will be a glorious battle. Today is a good day to die. Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass sich den Klingonen an die Verteidigung von Kronos durch die Hilfe der Föderation erinnern. Immerhin ist ja die Dioses Destination dafür zerstört worden. Und Captain Shawns Aquarius ist dafür draufgegangen, aber immerhin hat es für einen dauerhaften Frieden gereicht. Immerhin. Und Captain Ludwig Bergmann hat ja auch ein neues Schiff bekommen. Aber okay, das ist nur mal Nebensache. Ruhm für Sie und Ihr Haus. Kavla, Captain Corin. Und ja, diese Anspielungen, die sind so gewollt. Das ist Absicht. So, sprechen wir mit Loras. Und wir sollen natürlich mit dem Captain unseres Flaggschiffs sprechen, also mit Shawn. Also, die anderen sind optional, aber die mache ich natürlich vorher. In our time of utmost need, the Federation came to the Dominion's aid against the Herc. The Founders will never forget this brave act. Today, in the spirit of that act, we stand ready to defend the Federation's capital world. Today, the credo of the Jem'Hadar is especially profound. For today, victory is life for us all. Absolut, Loras. Ich kann dem nichts hinzufügen. Ja, und ihr seht mal, ich gehe hier in meiner Odyssey-Uniform rum. Das hat auch tatsächlich einen Grund. Und zwar wegen meinem Schiff. Wegen meinem größeren Flaggschiff, den ich hier habe. So, dann sprechen wir mal mit Commander Jarok. The Federation has stood with the Romulan people many times. Allerdings. When the homeworld was lost, they were there to help. When we found a new home, they were there as well. New Romulus has not forgotten. Today, we stand ready to honor our alliance and defend the Earth from this new menace. Es ist auf jeden Fall auch schön, dass die Romulaner sich an dieser Verteidigungsmaßnahme beteiligen. Immerhin haben wir durch die Romulaner, hat die Föderation durch Verhandlungen mit der Romulanischen Republik in Bezug von dem Vertrag von Algeron einige Lockerungen erhalten. Unter anderem, dass wir die limitierte Nutzung von Tarnvorrichtungen haben. In Anführungszeichen limitierte Nutzung. Mittlerweile jetzt nicht mehr so limitiert. Und dafür bin ich unendlich dankbar. auf jeden Fall, ist die Tarnung jetzt, glaube ich, auf jedem Schiff nutzbar. Yay! Also ich feiere immer noch die Tarnvorrichtung. Dass man die jetzt überall hin einsetzen darf. So, mögen die Elemente sie leiten, Commander. Ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Und jetzt sprechen wir mit Captain Vakel Shawn. Ich habe den Sprecher erst neulich gesehen in einem YouTube-Video, wie es so im Studio ist. Richtig cooler Dude auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, ich hätte den Typen
den Sprecher nicht so eingeschätzt. Aber immerhin. Und er hatte auch mehrere Rollen gesprochen, also mindestens eine zusätzliche. Aber okay, das ist Nebensache, absolute Nebensache. I've been in a lot of battles in my time. Far more than I'd like, if I'm honest. I prefer the role of explorer over that of a warrior. But when it comes down to the survival of the Federation, I'll take up that mantle without hesitation. The crew of the Enterprise will fight to their final breath to save as many lives as possible today. Count on it. Die Rolle des Entdeckers über die des Kriegers. Wenn das mal keine Anspielung auf Picard ist in der im 9. Kinofilm. Kann sich jemand an die Zeit erinnern, als wir noch Forscher waren? Auf jeden Fall auch sehr cooler Film. Viel Glück da draußen, Captain Sean. Wir werden es alle brauchen. So. Well then, we've heard all the speeches, now it's time to get to work. Are you ready to begin the operation? Na, aber sowas von. Ich bin sowas von bereit, überall auszuhelfen. So, dann beame ich mich mal auf mein Raumschiff rauf. Und das ist, glaube ich, eine neue Animation, dass der Charakter den Kommunikator anguckt. Das ist cool. Und hier die... Ah, oh, die Relraiser Juggernaut. Den hätte ich auch so gern. Das ist wirklich eine sehr interessante Variante der Galaxy. Hätte ich ganz ehrlich gern. Ich habe da zwar schon 40 Kisten aufgemacht, aber leider keine World Razor rausgezogen. Leider. Ich hätte echt gerne. Muss ich zugeben. Ich habe dafür jetzt auch mittlerweile einen Charakter, wo ich die ganzen Picard-Schiffe einstecken kann oder hinstecken kann. Zum Beispiel die Inquiry, wenn ich sie bekommen würde. Im Übrigen, Inquiry ist von einem Tag auf den anderen der Preis sowas von an die Decke gegangen. Über 300 Millionen mehr. Meine Güte. Naja gut, man muss auch dazu sagen, die Inquiry war lange genug im Lobby-Store und lange genug auch danach so verbilligt. Ja, jetzt steigen die Preise, oder jetzt ziehen die Preise wieder an. Und, Achtung, jetzt seht ihr mein Flaggschiff. Long-Range-Sensors have picked up the other at the edge of the system. They're on a direct course to Jupiter. Jupiter Station has a unique holographic defense system in place, but it'll only last so long against the other and their Terran escorts. I'd like you to deliver a system upgrade module to the station to aid with their defense. Sehr gerne, Admiral. Das werde ich tun. The Lisette will be leading a task force at Mars. Evacuation has already begun, but they'll need all the time you can buy them in Jupiter. Enterprise will be here, on standby, in case of emergency. Once the evacuations are complete at Jupiter and Mars, you're to fall back to Earth and join the remaining defense fleets. Sehr gerne. Verstanden, Admiral. Wir werden bald in Richtung Jupiter aufbrechen. Admiral? Wir werden bald in Richtung Jupiter aufbrechen, Admiral. Lindleins Mühle, Ende. All hands go to red alert. Repeat, all hands, red alert. Corin to fleet. Prepare for battle. Und was ich auch sehr interessant... It's time. Best speed to Mars. Ah, die Inquiry ist auf Warp gegangen. So, Sean, du musst mal kurz warten. Die IKS Lucare ist hier. Warum ist die Lucare hier? Die wurde doch im letzten Arc zerstört. Oder wurde die neu gebaut? Faszinierend. Und da ist auch die USS Challenger. Und die Rotaran. Die Voyager ist hier. Die Defiant. Voyager, Defiant und Enterprise sind wieder hier. Ah, wie geil ist das denn? Aber ich muss gerade mal ganz kurz was nachgucken. Bin gleich wieder da. So, bin wieder da, habe alles ausgecheckt. Ich habe leider keine zwei Bildschirme, wie ich es gerne hätte. Aber, na gut. Machen wir uns zum Jupiter auf. Good luck out there. Danke. The other isn't alone. They're bringing a large Terran invasion force along for the ride. I expect they'll do their best to loot and pillage in the wake of the other's destruction. Do what you can to stop that. But remember, saving lives comes first. Get as many people out of Jupiter as you can. Natürlich, Captain. Das habe ich nicht vergessen. Daran müssen Sie mich nicht erinnern. Auch wenn ich zwar ein Kämpfer bin, beziehungsweise ein Taktiker, bin ich dennoch ein Entdecker und Lebensretter. Deswegen bin ich Taktiker. Wenn mich diese Captains nicht ständig an das erinnern müssten, an das Retten von Leben und... Das Entdecken. Ich weiß das alles. Ich bin Vize-Admiral, verdammte Nase. Naja, aber egal. Und interessant finde ich auch, dass der Mars evakuiert wird. Also wenn das mal keine größere Anspielung auf 2385 ist, der das Utopia Planitia Massaker, finde ich sehr interessant auf jeden Fall.
I don't doubt it. Better get moving. Captain Corrin can be a little rough when people are late to a battle. Also, Captain Corrin unterstützt uns bei der Verteidigung des Jupiters. Alles klar, dann fliegen wir mal mit Warp 2,5 zum Jupiter. Und ja, das Schiff ist ein bisschen an die Cassiopeia eingelehnt. Ich hoffe, dass ich dazu bald mal meine Storyline schreiben kann. You have arrived. Good. The enemy is approaching at high speed. And we have little time to prepare for battle. Kein Problem. Deliver the defense upgrade to Jupiter Station at once. After that, evacuation efforts will be missed. Defend the station and the evac ships when that happens. Alles klar. Also gut, Captain. Kämpfen Sie mit Ehre. So, dann fliegen wir erstmal zur Jupiter-Station. Die USS Fleming. Auch sehr interessante. Auch sehr interessant. Die Anspielung wahrscheinlich auf die Weltraumkatastrophe. Also da gab es auch eine USS Fleming. Dann, welche Schiffe haben wir denn noch um uns? Fregatte der Föderation. Manowar. Ein Führungsschlachtkreuzer. Dann starten wir mal unsere Drohnen. Okay. So. Cutscene. Oh, der andere hat, ist da. 12 Power Energy Field. Oh ja. They're here. Ich messe den Kraftfeld mit der Energie hoch 12. Boah, das sieht schon cool aus. Das hat echt was. Die Jupiter-Station mit dem anderen hier. Terran ships warping in their projector station Alpha. Der Commander ist immer noch hier. So, dann einmal. Na komm. Geht auf Angriff, meine lieben Drohnen. Feuer frei. An alle Schiffe. Feuer frei. Feuern Sie auf die Plasma-Blitze. Sekundäre Ziele sind die Schiffe der Terraner. Na, oh, jetzt, egal. Und rein in die Schlacht. Buja, geht weg, ihr blöden Terraner. Oh. Kein Problem, Commander. Können wir alles regeln. Schick mir erstmal einen EMP-Sonne hin. Ah, ist es schön, Spionagefähigkeiten dabei zu haben. Zack. Terraner Paragrind. Warum gibt es bei den Terranern Paragrind, aber für uns Spieler nicht zur Verfügung? Sehr gut. Dann sollen sich die Romulanen, dann sollen sich die Evakuierungsschiffe aufmachen. Ich gehe auf Tarnung und beschäftige die Terraner. Kein Problem, Captain. Deswegen bin ich ja hier. So. Oh, Cutscene. Oh oh, die Energieblitze. Yo! Haben sie gleich mal drei Sachen digitalisiert. Hilfe für die Hilfe. Sie haben verhindert, dass die Hilfsschiffe während der Evakuierung ausgeschaltet wurden. Juhu! Nice! Aber sie haben... Der andere hat gleich mal den gesamten Jupiter digitalisiert. Die Jupiter-Station und die Borders Crew. Alter Schwede. Leute im Himmel. In moments we lost the Borderskew, Jupiter Station, even Jupiter itself. Ja, das stimmt, Dr. Crusher. Da können Sie die Ausmaße selbst sehen. Das habe ich schon zu Genüge sehen müssen. The Terran in me hates to run from a fight, but we don't have a chance against that monster. We need to fall back to Mars. Dem stimme ich ebenfalls zu. Steuer, Kurssetzen auf dem Mars. Warp 2,5. Energie. Auf geht's. So.
Das sind wir bei Mars. The battle at Jupiter Station barely slowed the invaders down. The other could attack here at any moment. Ich verstehe, Commander. Wir tun, was wir können, um zu helfen. Join us in transporting civilians from Mars and delivering them to the evacuation fleet in orbit. We'll conduct evac operations as long as we're able and protect the transports from Terran attack. Verstanden, Commander. So, ich guck mal kurz. Ja, bisschen kann ich noch. Ich gehe mal auf Tarnrichtung. Meine Drohnenschiffe sollen die Sachen angreifen. Und das, also wenn das jetzt nicht mal eine Anspielung auf die Simulation von der Evakuierung vom Mars ist. Oh, ist das cool, dass man wieder dieses Element mit einbezieht. So. Und, oh, ist das schön, man bleibt sogar auf Tarnung. Wie cool ist das denn bitte? Wie cool ist das denn? Oh yeah, oh yeah. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir sehr. So. Und die erste Gruppe ist da. Da haben wir eine Seneca und zwei Olympic-Klasse-Raumschiffe. Warum auch immer die da sind. Oder nee, da haben wir eine. Da ist schon wieder die Fleming. Der Fleming. Oder Fleming. So, und wir beamen die letzte Gruppe, die wir an Bord haben. Keine Sorgen, Commander. Alles im grünen Bereich. Oh, meine Drohnenschiffe haben sich halbiert. Ups. Also, wenn ich außerhalb des Kampfes bin, beziehungsweise mal eine Gruppe zerstört habe, dann werde ich mal ein paar neue freilassen. So. Ah. So. Zack, sehr schön. So, Schildbatterie braucht man nicht zweimal. Schildbatterie. Ugh. Okay. What? Warum hat mein Quantentorpedo eben auf mich geschossen? So. Und Drohnen raus bitte. Dankeschön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schilde. Ja. Kein Problem. Alles gut. So, ich brauche noch eine Gruppe. Ich tarne mich auch mal. Danke für den Hinweis. So. So. Ah, und da kommt eine neue Gruppe von Terranern, oder? So. Voller Impuls zur Station. So. Transport. Transport. Was? Alle Terraner sind ja weg. Dann kann ich mich ja mal enttarnen. So. Ah, und da kommt der Radar. Kaum habe ich es gesagt. Was zum... Oh yeah, jetzt kriegen wir nochmal richtig fette Unterstützung. Ah, ein terranischer Dreadnought. Und das ist hier richtig cool. Jetzt kriegen wir, jetzt haben wir terranische Unterstützung von den terranischen Gegenstücken der Voyager, Defiant und Enterprise. Lita, Janeway und unser Gegenstück. Wie cool ist das? So. Da haben wir die ISS Enterprise und... So. Phaserland drauf. Boom! So, Quantentorpedos raus! Jawollo! Der Ding soll drauf gehen! Juhu! Nice! So, die Terranische Eskorte, die haben wir auch im Handumdrehen zerstört. Na. Juhu! Ah,
geleistet. Da haben wir die Voyager. Oh, der Mars wird digitalisiert. Oha. Ei. Oh, die Lysette und die Sternbasis. Autsch. Und ein weiterer Planet ist gefallen. And just like that, Mars has fallen. Destruction and battle. A fitting end for a world named after a god of war. Ja, das ist schon ein interessantes Schicksal. Wir haben hier alles getan, was wir konnten, Doktor, was uns zu unserer Verfügung stand. Immerhin ging die Leistet kämpfen unter. Na, das würde ich jetzt nicht sagen, aber na gut. Immerhin haben wir unser Bestes getan, um die Evakuierung voranzutreiben. The Lisette went out fighting. It'd be suicide if we did the same. It's time to retreat to Earth, while you're still able. Dem stimme ich absolut zu. Steuer, Kurs setzen aufs ERD. Warp 1,5. Und los. So, das sind wir auch schon. Da ist natürlich auch der andere. This might be our last stand. The science teams are still working on a way to reach the core of the other. But none of their efforts have been successful. Natürlich. We've transported as many as we can to safety. But at this point, a full evacuation is impossible. Ich verstehe, Captain. Wir werden tun, was wir können, um die Evakuierungsteams so viel Zeit wie möglich um den Evakuierungsteams so viel Zeit wie möglich zu erkaufen, Captain. Glad to hear it. Every minute means more lives saved. Before you go, there's something I'd like to say. We're with you to the end. If we don't make it out of this, well, it's been an honor. Die Ehre war ganz meinerseits, Captain. Aber dazu wird es nicht kommen. Wir werden hier stehen bleiben. Und die Erde wird stehen bleiben. Und das ERD wird bestehen bleiben. Und wir werden den anderen aufhalten. Das versichere ich Ihnen. Enterprise, the fleet. Defend Earth at all costs. Buy as much time for evacuation as you can. Sean out. Here we go. Once more, under the bridge. Noch einmal in der Bresche. Once more under the bridge. Das sind die Plasma Balls. So. Jawohl, Quantensprengkopfmodul. Oh ja. Juhu. Boom, boom, boom. Jawohl. Oh, Plasma Energie Blitz. Wurde aufgehalten? Jawohl. Wurde aufhalten. Sehr gut. Evakuierungsflotte beschützen. So. Ah, ich hätte mich auch tarnen können einfach. Das vergesse ich immer wieder. So. Und raus aus der Tarnung und Feuer frei. Boom, boom. Quantentorpedos raus. Jawohl. Da ist die Konshu. Und ich glaube, da war die Challenger. Hä, warum ist da ein Disco-Conny? Kann mir das jemand erklären? Oh, da kommen die Plasma-Blitze. Aha, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Shields at maximum. All hands. Brace for impact. It will not be enough, Admiral. Das bezweifle ich auch. Is a good day to die. Das glaube ich gerne, Leute. Was? Was war das denn bitte? Absolut. Report. What just happened? Das war blau. There's another one. Viger. It's Viger. Ach du liebe Zeit. Eieieiei. We came as soon as possible. Sehr gut. Viger will engage the other in battle, allowing you to focus on the Terran fleet. Sehr gut, Ailea. Sie kommen zur rechten Zeit, am richtigen Ort. Wir brauchen die Mittel, um die Verteidigungsfelder des anderen zu umgehen, Alia. Können Sie uns dabei behilflich sein? Understood. I will begin work on that at once. Protect your allies from the Terrans while I do. Nichts leichter als das, aber beeilen Sie sich, Alia. Die Zeit ist hier nicht gerade auf unserer Seite. Lindleins Mühle Ende. Geht's afoot, eh? So. Wieder? Wie er mit der Stimme hochgegangen ist. Ah, cool. So. We will engage the
So, und wir sollten... Und wir sollten uns möglichst von diesen Plasmablitzen fernhalten. Weil das kann auch zur Digitalisierung führen. So. Was glaubst du, was ich hier gerade mache? Spiegel ich. Oh, oh. Keep it up. Natürlich, Lita. Was glaubst du, was ich hier mache? So, dann haben wir noch einen Führungsschlachtkreuzer und dann... Nein, dann war es das noch nicht, weil da hinten gibt es doch ein terranisches Forschungsschiff. Rums Flaggschiff. So, da gibt es auch eine Salarin, die kaputt geschossen werden möchte. Da ist die Ruskava. Na komm. Boom, weg mit dir. Sehr schön. So. Jetzt können wir uns gerne zum anderen begeben. Moment. Sehr gut. Verstanden. Wird auch Zeit. We need to move quickly. The sooner we make it to Wes and deploy the countermeasure, the better. Every minute we delay gives that mind of his time to figure out what we're up to and how to stop us. So, are you ready? Noch nicht ganz. Ich möchte gerade dieses Bild einfangen. Wieder. Und der andere. Zusammen. Hier auf der Erde. Wie cool ist das denn bitte? Hier wieder im Hintergrund. Und hier Vija, Spiegel Vija im Vordergrund. Oh, das hat echt was. Und hier die Enterprise und die Kepois. Richtig cool. Ja, ich hab's schon ein bisschen was verraten, aber, naja, macht ja nichts. Dann fliegen wir mal in den anderen hinein und bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder im Conqueror innen drin. Alright, we made it in, but we won't be here for long if we don't take out some of the others' critical systems. Bestätigt, Admiral. Das, im Übrigen, das war mir klar. Schon vorher. Let's work with Ilea to isolate a number of those systems. We'll divide and conquer here. You and the Defiant will tackle one set of targets, while Sean and I will handle the others. Care to place a wager on which group finishes first? Das können sie gerne machen, aber sie werden verlieren, Admiral Lita. Denn ich und mein Gegenstück werden zuerst fertig sein. Bleiben Sie konzentriert, Admiral. Wir haben noch Arbeit vor uns. Arbeit, die wohl... Ich würde mal schätzen, leicht zu machen sein sollte. Lindleins müde Ende. Alright, let's get this over with. Engage. Engage. Keep up with my doppelganger. This ought to be interesting. Oh ja. Stay sharp. They're liable to throw everything they have at us. Ah. I'd expect nothing less from the Emperor and his lackeys. Have your ships find those lackeys. They look important. Machen wir, Doktor. Aber erst einmal hauen wir die ganzen Fregatten hier weg. Weg damit. Und jetzt können wir das Ganze scannen. The notches are critical engine components. Disable them to reduce energy generation. Was? Ja. Okay. Na, sie haben sie nicht ganz zerstört, aber immerhin um die Hälfte halbiert. So, und jetzt. So, jetzt sind die ersten sechs deaktiviert. Alter, habt ihr es gerade gesehen? Ich glaube, die Defiant hat gerade Dual-Quantentorpedos abgeschossen. Alter, wie geil war das denn? Warum können wir das nicht? Mann! Menno, das wünsche ich mir ja schon seit längerem.
Schon. Ganz ruhig, alles gut. So, Feuer frei. Auf alle Ziele feuern. Auf alle Ziele zielen und feuern. So habe ich das gemeint. So. So, wir gehen mal in den offensiveren Kampfmodus. Wir gatten die. Sollten ein Frühstück sein. Hoppala, jetzt habe ich die MP-Sonde hingeschickt. Ups! Die wollte ich mir eigentlich noch aufheben, aber gut, die ist in 50 Sekunden eh wieder bereit, also. Hoppala. So. Jetzt bin ich irgendwie wieder auf den Knopf gekommen, wo meine Maus verschwindet. Und ich hier überall. Ja, interessant. Okay. So, und schieß doch endlich. Meine Güte, danke schön. Acknowledged. We're moving on too. Torpedo. Perfekt. Hoppala. Ich knalle ja fast mit dem anderen zusammen. Ups. So. Ich gehe mal noch da. Oh, das ist aber auch cool. Die ISS Define und mein Schiff hier. So. Ah. Ah, das ist schon cool. Das ist richtig cool. Scan that huge spherical section. It looks like something's happening. Ja. Mach mal gleich. Zuvor hauen wir die Fregatten erst einmal weg. So. Hab ich Treibstoffstrahl? Ja, hab ich. Aber zu weit weg. Haha. Okay, dann machen wir sie einfach kaputt. Fregatten sind ja auch nicht so langsam zu zerstören. Also. It is used to generate plasma bolts. Oh. Your weapons are not strong enough to damage it. Ja, schade. Dann können wir uns ja gleich tarnen. Patriotism is dying for the Empire, not the Emperor. What are those large pylons? They seem related to the plasma bolts that the other fires. Das sieht fast so zu sein, als wären das Zieltürme oder so. They are part of the boat launcher system. Disable them, that the other will not be able to fire efficiently. Ah. So, how do we disable these pylons? Use the virus that I see and provide it to us. Dann sammeln wir erstmal Gegenstände ein und dann deaktivieren wir erstmal den Pylon 1. Ah, das war's schon. Habe ich mein Strahlenbank-Überladung völlig umsonst gezündet. Aber okay, gut. Plasma-Beschleuniger. Wo werden wir denn bitte angeschossen? Das interessiert mich ja jetzt gerade. Taking some heavy fire here, Lita. Worry about the virus, Captain. I'll worry about the ships. What can you tell us about these huge pylons? They must have an importance. So, und erstmal. Those things are really great. Funkwellen. Not exactly a modern comm system. Ja, das stimmt allerdings. Aber es würde zu passen. Es würde zur Zeit der 20. Es würde zur Zeit des 20. Jahrhunderts passen. Beziehungsweise es passt in die Zeit des 20. Jahrhunderts hinein. Weil ich glaube beide oder alle sechs Voyager-Sonden wurden ja im 20. Jahrhundert ausgesetzt, eingesetzt, whatever. Na komm. Und Feuer frei. Alles drauf schießen. Alles nur Fregatten bisher. Also keine wirkliche Bedrohung. So. Boah, die Feind waren aber auch richtig gut Schaden. Hoppala, wo habe ich denn jetzt die Überladung her? Naja, auf jeden Fall geht es relativ schnell. Ah, und das ist mal keine Fregatte, sondern ein Escortschiff. Faszinierend. Und, ja, auf jeden Fall. Ah, den haben wir schon deaktiviert. Ah ja, I see. Und das ist jetzt der letzte von vier. That did it. We've neutralized their targeting systems. Keep moving.
warum kann der trotzdem schießen? Sean, egal. Your damage output is a little. Want some pointers? You can find. Try not to fry your power grid showing off for the others. Das finde ich so gut, die Kommunikation zwischen denen. Das finde ich so toll. Wie bei Terranern halt. Ach ja, schön. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. So, da. Und jetzt die Fregatte hier. Zack. Weg. So, nähern sie sich der anormalen Quelle. Anormale Energiequelle 3 untersuchen. Och nee, Leute, was. Na ja, gut. Das Ding hier, also. Conqueror 6 bzw. Live and die for the Emperor. Terrans to run. What? I'm dying for it. No longer. Interessant. Zum Glück sind wir nur der Sternflotte. Loyal und haben. Unsere Loyalität gehört niemand anderem außer der Sternflotte. Und natürlich unseren engsten Bekannten in der Sternflotte. Kann natürlich auch zu einer Schwäche werden. Für den Fall sollte einer mal gefangen genommen werden, aber ich weiß nicht, ob hier das so einfach zutreffen kann. Naja gut, auf der ehemaligen Destination. Der Destination A ist das, glaube ich, ja vorgekommen, oder? Ja, könnte so sein. Terran Fleet. Aber egal. This is Captain Sean of the USS Enterprise. Stand down. This isn't a fight you'll win. Danke, Lita. Endlich mal meine Worte. Das stimmt allerdings auch wieder. Ja. Stimmt. Ist halt einfach so cool. Das Spiegelmenschen und Primärmenschen zusammen an einer Seite kämpfen. Gegen das Terranische Imperium bzw. gegen den Imperator. Und seine Truppen. Finde ich schon irgendwie interessant. So. Wo ist denn jetzt die anormale Energiequelle? Ah, du Schei. Okay, da können wir uns mal wieder von oben angucken. Was? Sieht aber auch geil aus. Sie sieht richtig cool aus. Halt so wie das Borg- und Matrix-Schiff. Aber schon richtig cool. Aber halt enorm riesig. So. Behalten wir mal im vollen Impuls. Und Faserland. Also, ja. Schön. Hat den Schiff in der Schaden zugefügt. Oh, schon wieder Überladung. Yeah, nice. So. Ja. Schon wieder Strahlmann Überladung und ich hab's nicht gezündet. Ah. Ach, da. Ah, ja. Oh, die ist aus der Reichweite. Ah, meine Pets, meine Dings. Meine Schalze kümmert sich drum. Perfekt, so. Schildgenerator deaktivieren. Dann machen wir das doch. Ah, meine Shuttles greifen schon an. Sehr gut. So, dann ist einmal der freigelegt. Kann ich mit feuern? Ja, ich kann mit feuern, ohne dass das Scan abbricht. Cool. So, und jetzt einmal auf den Schildknoll. So, jetzt ist der auch frei. Und Schildknoll. Alles klar. And you should know, I always play to win, Captain. Das war so klar. Oh, always. Natürlich, das war so klar. So. Approaching rendezvous coordinates now.
Allied ships on sensors. Yeah. The USS and the ISS. Well, here's where it gets really interesting. Time to enter the belly of the beast. Ja, da bin ich schon sehr interessiert daran. Cutscene? Okay, das Maul geht auf. So etwa? Ach, gucke an. Das Schiff, was wir uns erspielen können. Der Compiler oder so. Look, that ship. It's a smaller version of the other. Ja, Compiler. Smaller, yes. But also deadly. It's in our way. Let's do something about that so we can move on. Ah, und meine Schatten sind gleich direkt weg. Ah, das ist klar. Ja, moin. So, da ist der Compiler. Und feuerfrei. Alles hochschalten. Alles draufschießen, was du hast. So, 73%. Jawohl. Überladen wir mal die Schrankdecke. Und fliegen wir ein bisschen außen rum. So. Gütermarkt 4. Ach, sind das die Shuttles oder was? Jawohl. Aktiviert er jetzt die Konsole schon wieder? Ja, der aktiviert jetzt wieder die Konsole. So, einmal drauf schießen. Oh, ich kann mal drauf. Ah ja. So, Strahlenbänke schön überladen erst einmal und jetzt richtig schön drauf hämmern. So. Jetzt nehme ich die B-Sonde. Das würde mich ja mal. So. Alter, der Compiler, der ist ganz schön zäh. So, Antizeit hier, bitteschön. Bei 50%, das Ding hält nicht mehr lange aus. Nein, überhaupt nicht. So. Okay. Jetzt unter 40. Oh, jetzt digitalisiert das sich wieder. Also. Da ist der Compiler. Feuerfrei drauf schießen. Schrankwinkel schön überladen. Draufhalten und feuern. Jawohl. Aua. So, abgewehrt. Gut, dass wir bei der kleineren Variante die Torpedos noch abmildern können. Ja, dass beim großen die Torpedos, die Energieblitze so schwach sind, dass wir sie mit unseren Schilden absorbieren können. So. Dann fliegen wir mal in die Bestie rein. Oh, das sieht aber auch cool aus. Das sieht richtig, richtig cool aus. We made it. I can't help feeling like we're being toyed with. That Wesley allowed us to come this far, like a cat playing with its prey. Schon möglich, aber wir können nicht mehr zurück, Doktor. Es gibt kein Zurück mehr. Let's hope there's still enough of Wesley that's human in there, and that he can be dealt with. I see no reason to wait, do you? Let's beam down and get this over with. Da bin ich ganz Ihrer Meinung, Doktor. So, aber erst einmal muss ich Spiegelvideo wieder öffnen. Juhu! So, dann betreten wir mal den anderen und ich nehme mein Außenteam wie immer mit. 100 Liter Eliza. Na, ich nehme mal Marshall Jamer mit. Ist cooler. So, dann bin ich ja mal gespannt, wie wir den anderen, also Spiegelvideo sehen dürfen. Ob wir wie unser Gegenstück unten, was heißt unten?
halt da, wo die Wege beim anderen waren, kämpfen dürfen. Und ob uns die gesamten Dinger vorerwarten. Also, ich hab's ja schon gesagt, ich hab's ja schon gespielt. Aber, naja, hätte ja alles sein können, ne? Fand ich sehr interessant, was wir da unten vorgefunden haben. Ich spoilere jetzt erst einmal noch nichts. Was ich aber schon mal spoilern kann zu dieser Zeit. Hoppala, dass wir schon da sind, alles klar. The list of people who have come here and survived to tell the tale is pretty short. Das kann ich mir vorstellen. Actually, my name's on the top of that list. A dubious honor, to be sure. Ja, das kann ich mir ebenfalls sehr gut vorstellen, Admiral. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Right. We'll need to make our way to the core area, across a number of artificial islands, like this one. Expect attacks from security drones. And whatever else the Emperor might have dreamed up since last time I was here. Ja, das kann ich nur allzu gut nachvollziehen. Verstanden. Waffen bereit machen und ausrücken. Seien Sie auf alles gefasst. Deswegen gehe ich auch in meiner Hazard Mako Uniform und ich wechsle mal. Ich nehme natürlich mein Mako Gewehr mit. Es sollte auch nicht anders sein. Und hoppala, da sehen wir ja gar nichts außer was lila Leuchtendes. Eine Anomalie. Ja, das sollten wir wirklich mal untersuchen, was das ist. Scan Anomalie. Auch schön, dass sie das bisher noch nicht übersetzt haben. Good job, Cryptic. Good job. You had one job, Cryptic. There you are, Wesley. What? Another strong son of the Empire, Doctor. Congratulations. Thank you. He's going to do great things one day. I have the results of the med scans you requested as well. His neural capacity, cognitive ability, they're amazing. You realize we must report these findings to Section 31, yes? Was? No. Unless you want your affair with the Vulcan exposed as well. No. I do not, Doctor. Then we have an understanding. You're dismissed. Alles klar, ja moin. Ist das Wesleys Geburt Don't gewesen? You worry, Wesley. Muss wohl so I sein. I won't allow my son to be a lab rat, dissected by some Section 31 butcher. Krass. I'll do everything I can to protect you. Always. What? What are you doing? Anscheinend What war das the hier. Hell was that? Ah! Is this thing's holiday broken? Das finde ich auch sehr lustig. First, later. So. Ist das Holodeck hier drin kaputt? Auch sehr schöne Aussage von Nita. Weil es auch halt einfach fast so zutreffend ist. Das ist fast so wie ein Soap-Holodeck. Also fast schon wie Fernsehen gewirkt hat. Oh, da ist die Säule. Da sollten wir wirklich nicht reinlaufen. So. Sehr gut. Oh, da ist noch eine Drohne. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, wir haben Marshall Janeway. Was? Bernadette liegt am Boden? Okay, danke Spiegel, Spiegel Hololita. So, sprechen wir mal mit der guten Beverly. Projection was from one of Wesley's early memories, perhaps the earliest. I remember it like it was yesterday. The moment I knew Wesley was special, even as an infant. It was also the moment I knew I had to keep his gifts a secret. Also hatte ich recht, es war tatsächlich seine jüngste, also seine jüngste, seine älteste tatsächlich, im Gegenteil, die älteste Erinnerung, die er hat. Warum sollte er uns das zeigen? Hat es für ihn einen Wert, einen taktischen Wert? Oder hat es andere Gründe? I'm not sure. It could be his subconscious at work, going over pivotal events in his life before now. He might be using them as an anchor to avoid losing his sense of self, his identity. Das hört sich schon sehr interessant an. Wenn Ihnen irgendwelche Details auffallen, die uns helfen könnten, Doktor, dann lassen Sie uns das dringendst wissen. Machen wir uns weiter auf den Weg. So, wo ist die Gondole? Ah, da hinten ist die Gondole. Sehr gut. Okay. Schön, dass uns der andere das zeigt. Immerhin. Naja. Und die Brücke wird ausgefahren.
Okay. Ich habe schon fast gedacht, euch ist schon klar, dass wir danach da hinten müssen. Allerdings. Ja. Lalalalala. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hoppala. I'm detecting another memory engram on this island. I can't help but wonder. Ich frage mich, ob... Ja, was fragen Sie sich, Doktor? Egal. Erinnerung in Gramm scannen. Dann machen wir das doch mal. Jellicoe's asked me to serve on the Enterprise. And what? I've accepted the offer. What? The new flagship? That's great, Mom. He assured me that you'll be allowed on board, but you'll need to maintain your ruse, son. What? No! Mom! I'm tired of hiding what I can do! Wes, if Jellicoe knew about your gifts, he'd exploit them. And if he saw you as a threat, he'd have you killed. You need to be patient, son. Jellicoe is weak. It won't be long until he's replaced. Yes. You're right, of course. Faszinierend. So you'll be able to show the Empire what you're made of, son. Your future, our future, will be limitless. Stay out of my mind! Hihi, ihm gefällt's wohl überhaupt nicht. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Das gefällt wohl Spiegelquascher überhaupt nicht, dass wir das gerade machen. Deswegen umso cooler, dass es geschieht. Aber da stellt sich ja immer noch die Frage, warum wird das gemacht? Oh, und jetzt liegt schon fast mein ganzes Team am Boden. Leute, was sollen? Was seid ihr für Schwachmaten, ey? Meine Güte, so. Aber ich gucke jetzt mal ganz kurz was nach, bin gleich wieder da. Okay, ein bisschen können wir noch machen. Alles klar, so, dann heben. So. Hoppala, oh. Warum leckt das jetzt schon wieder so? Nur weil ich einmal... Okay, bin gleich wieder da. Nee, das hört nicht auf. Das hört nicht auf, aber egal. Machen wir weiter. Jellicoe, that conniving snake could have been the end for me and Wesley. Ach ja, da war was. Jellicoe, der Depp. Der ist auch im Spiegeluniversum. Aber er hatte ursprünglich das Kommando über die neue Enterprise? Die Enterprise D? What? What the hell just happened to you? To your universe? Oder in your universe? To better say it. Alles klar. Aber anscheinend haben sie wohl doch überlebt. Sie beide. Aber wie ist das passiert? Captain Jellicoe made an enemy of Jean-Luc Picard. Ah! Few do that and live to tell the tale, and he was not one of the few. Ah, once Jellicoe was out of the way, Wes and I were able to join Picard and serve the Empire with distinction aboard the Enterprise. Klingt so ähnlich wie bei uns, aber naja, gut, das ist fast so ähnlich wie bei uns. Aber egal. Ich verstehe, ein guter Mann für sie beide. Für Jellicoe wohl eher weniger. Ach ja, die Arschbratze Jellicoe. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so laut ausgesprochen habe und ich als Vice Admiral. Egal, Jellicoe ist der wahrscheinlich am wenigsten, die am wenigsten gemochteste Person in der ganzen Sternflotte. Weil er halt einfach so unsympathisch ist. Naja, das ging ja wohl Janeway in den 2380ern, als sie das Kommando über die neue US Dauntless hatte, auf der Suche nach der Protostar, wohl nicht anders. Egal. Machen wir uns weiter auf den Weg. Und, da ist ja schon die andere Konsole. Danke. Danke, der andere. Danke, Herr Anderer. Wir scannen das mal schnell. Sehr gut. Und dann kommt die nächste Brücke. Alles sehr easy, ich weiß. Wer schreit? One here too. Ready for another trip down memory lane? Wer hat da gerade sein Triple gestreichelt? Egal. Na gut,
Ich würde sagen, eine machen wir noch und dann muss ich mal ganz pausieren. So, also scannen wir die mal. Wesley, how you were on the Enterprise in deep space and now you're here on Terra? Something's happened, Mom. Something incredible. Tell me, what happened? We found something, Mom. Or rather, someone. A being of great power. Power that belongs to me now. What kind of power exactly? Power over time and space. The power to travel great distances in the blink of an eye. And more. This is the moment you've been waiting for, son. Not even the Emperor can stand against such power. Yeah, about that. I think the Emperor has been sitting in my chair long enough, don't you? It's time to do something about that. Alles klar. I will end you for this! Das glaube ich eher weniger. Mein Team wahrscheinlich schon eher. Alter, jetzt geht's aber richtig zur Sache. So, einmal kurz Verstärkung rufen und alles machen. So. Nicht in die Dinger reinlaufen. Au! Okay. Oh, dieses Ruckeln. Dieses Stehenbleiben. Oh, das geht mir so auf den Wecker. Das geht mir so auf den Zeiger. So. Jägerkiller. Sehr gut. Okay, gut, dann sprechen wir nochmal mit Beverly. Das war also... Ist Wessel da dem Zeitreisenden begegnet? Das würde mich immer interessieren. Ah, yes. The day West decided to take the Imperial throne for himself. I remember it well. Kann ich mir vorstellen. With the powers he took from the Traveler, ah. He was practically unstoppable. He made surgical strikes throughout the upper echelon of the Empire. One by one, he eliminated all of the Emperor's key allies. No one could stop him. Not even the Emperor. Ein sehr interessantes Detail und ein weiterer und ebenfalls ein weiterer wichtiger Moment für ihn und sie. Und hier hat er recht, der Reisende. Sehr interessant. Dass es doch einige Parallelen gibt, die... Warte mal, ist das ein Store-Phaser oder ist das ein Dolphin-Phaser? Oder ist das halt einfach ein Spiegel-Phaser? Das würde mich ja mal interessieren. Aber ich denke mal, das ist ein Store-Phaser. Very much so. At the time, I was filled with pride and ambition. To be the mother of the Emperor, to have that level of power and influence, it was a little intoxicating, to be honest. It wasn't until later that I realized what that level of power could do to a person. Ja, allerdings. Große Macht kann groß korrumpieren. Das ist leider in meiner Zeit, nicht hier in Sto oder in der ganzen, sondern hier im Jahr 2023, leider nicht anders. So gut wie überall nicht. Aber okay, anderes Thema für andere Zeit. Wir sollten trotzdem weitergehen jetzt. Ah, und da geht's wieder hoch. Yay! Eine weitere Brücke. Ach ja. Okay, die Brücke erweitere ich noch kurz und dann gehe ich mal kurz in die Pause. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder nach diesem kurzen Cut. Ja, habe ich mir mal gedacht, genießen wir mal so ein bisschen die Aussicht und laufen hier ein bisschen durch den anderen rum. Ja, aber lange wird es jetzt auch nicht mehr mal so bleiben. Okay. Ja, auch schön, dass das mal gesagt wird. Nicht jedes Problem kann mit einem Phaser und einem Grinsen gelöst werden. Ah, ist das schön.
dass das mal wieder gesagt wird. So, aber wir wollen hier ein bisschen vorankommen, deswegen sputen wir uns ein bisschen und gehen zum nächsten. Dann geht das auch so? Nö, dafür muss das Interface da sein. Ah, aber so geht's. Thank you for seeing me, Majesty. Mom, it's me. No need for formalities. As you wish. Oh, I've seen that look before. That's the son we need to talk look. Okay. What's on your mind? Wes, this new plan of yours. What about it? It's reckless. You've gone too far this time. And? And what if I have? What then? You are powerful, son, but you're not invincible. There are still ways to kill you. Is that a threat I'm hearing? What? This is Terra, son. No one is above the Empire, not even the Emperor. I am the Empire, mother. Planets burn at my command. No one is above me. No one. Perhaps you need some time alone to realize this. Guards! Escort my mother to the Inquisitor. Don't do this, son. Enough! Take her away now. Okay. Get out of my head! Now! Da ist wohl jemand überhaupt nicht erfreut, dass mal jemand in seinem Gedächtnis durchstöbert. Tja, hat er aber überhaupt keine andere Wahl. So, und um es ein bisschen spannender zu machen, kämpfe ich mal in dieser Form. Ah, da ist mein erster Offizier umgekippt. Genauso wie ein holographischer. Au! Diese Drohnen, ey. So. Okay, dies war... Ah, lalalala. Au. Okay. Das war ein epischer Fail. Alles klar, okay. Ich kann doch nicht in dieser Position, in dieser Lage kämpfen. Alles klar. Ah, toll. Danke, Lita. In der Hinsicht war es mir mal nützlich. So, ich brauche doch das Interface. Okay, gut. Aber da haben wir jetzt wohl gehört, wie sie im Vogelkäfig gelandet ist. Die gute Dr. Crusher. This day, I'm surprised he didn't kill me for that. He's killed people for a lot less, believe me. Tja, ich denke mal, Vater-Mutter, Quatsch, Vater-Mutter, Mutter-Kind-Beziehung, deswegen nur einsperren und nicht umbringen, weil so brutal ist jetzt Wesley auch nicht, wie wir gerade gesehen haben. Aber Wesley Crusher, also Spiegel Wesley Crusher hat mich gerade an einen anderen Imperator in Anführungszeichen gerade erinnert. Und zwar Jempok, der idiotische, dumme Kanzler des Klingonischen Reiches, bevor Lerell wieder an die Macht kam. Der ist nämlich genauso ausgerastet. Interessant, dass man das auch so gestaltet hat. Mir fällt da die Parallele schon sehr auf, sehr interessant. Aber okay, gut. Vielleicht geht es ja nur mir so. Vielleicht bin ich der Einzige, der das so sieht. Aber kann es sein, dass die Star Trek Welt oder hier die STO Welt hier in der Story wieder ein bisschen ihr wisst schon, glaube ich, was ich meine. So durchdrehen? So völlig behämmert sind? Also die Endbosse auf jeden Fall. Naja, egal. Stattdessen hat er sie, liebe Dr. Crusher, einsperren lassen. He might regret that soon. By that point, he'd made enough people in high places nervous. Nervous enough to facilitate my research, even in prison. And now, we have the countermeasure, which could lead to his death. As a doctor and his mother, that's something I don't want to happen. I want to bring him back from all this, save his life, not end it. Interessant, dass auch Terraner und vor allem terranische Mütter auch so ticken wie Primärmütter, dass sie ihre Kinder retten wollen, statt sie zu töten. Selbst im Spiegeluniversum.
Meine lieben Freunde, es gibt doch noch Hoffnung für das Terranische Imperium. Aber nicht besonders viel. Denn wenn diese Katastrophe, das hier alles beendet ist, dann wird wahrscheinlich das Spiegeluniversum und das Terranische Imperium wahrscheinlich wieder an seine alten, in seine alten Muster zurückkehren und uns irgendwann doch wieder angreifen. Ich kenne sie doch. Naja, wir tun, was wir können, um sein Leben zu erhalten und nicht zu beenden. Ending his life might be necessary, but as a former leader of the Empire once said, the needs of the many outweigh the needs of the few, or the one. In the end, I'll do what I have to do. You have my word. Sehr interessant, dass er hier Imperator Spock zitiert. Sehr interessant. Das ist auch wieder eine schöne Anspielung auf die erste Spiegelfolge in DS9. Wo Spiegel-Kira Primär-Kira aufklärt, was nach der Begegnung von Primär-Kirk im Spiegeluniversum passiert ist. Bezogen auf die Folge Ein Paralleluniversum in TOS. Auch sehr interessante Folge. Ja, ich verstehe, Doktor. Gehen wir mal weiter. Und ich denke mal, das wird jetzt auch die letzte Brücke sein, die wir uns hier bauen. Denn dann sind wir auch schon da, wo wir hinwollen. Und wir haben tatsächlich... Ach was. Oh. Ja, und was ich sagen wollte, abgesehen von den Drohnen hier, wo wir einmal, als ich das Interface aus hatte, nämlich in dieser Hinsicht, oder in dieser Sicht, haben wir ganz schön auf die Fresse bekommen. Aber abgesehen davon, dass ich das Interface aus hatte und abgesehen von den Drohnen, war das hier noch ganz human. Was ist mit den Dingern passiert? Was ist mit Spiegelbeacher passiert? So, und um das Ganze mal ein bisschen zu beschleunigen, zünde ich mal den Speed Booster. Ah, da ist Aelia und da ist Spiegelcrusher. Da ist Spiegelmuster. Danke, Beverly. So, jetzt wollen wir mal aber bitte schön mit Aelia sprechen. So. I will summon nodes from Vija to disrupt the connection between the Emperor and the other. You will need to activate them when they arrive. Jo, kein Problem. Doktor, sind die Gegenmaßnahmen, oder die Gegenmaßnahme, sollte ich eher sagen, bereit? It's ready. Once we've separated Wesley from the other, we need to introduce the counter. Ein Moment, ich habe mich gerade verschluckt. Was denn für ein Problem, Doktor? I'm reading an unusually high energy field in here. 12th power level. Ja. The countermeasure will fail in that environment. Those pylons are giving me an idea, though. We may be able to utilize them to reduce the power level and enable the countermeasure successfully. Also erst die Pylonen ausschalten und dann die Gegenmaßnahme. Alles klar, das behalten wir im Hinterkopf, Doktor. Machen wir uns umgehend an die Arbeit. So, da wollen wir doch mal. Und Cutscene! Und Dr. Crusher geht natürlich. Wesley, are we too late? Are you too far gone to save? You came here to save me. You're the only people here that need saving. Okay, jetzt tickt er völlig aus. Jetzt tickt er völlig aus. I'm impressed you made it this far, Mom. Well done. Seriously though, do you really think you're going to talk me out of this? Nun, das ist es, was wir tun müssen. Reden ist der erste Schritt zum Frieden. Und Frieden könnte Ihnen auf jeden Fall nicht schaden. It's the first and last step for you. Once I've digitized Vija, I'll do the same to that pathetic reflection of Terra out there. But you and your friends won't be around to see that. This is just another chapter in the book of my life. But for you, this is your grand finale. And it's not going to be a happy ending. I assure you.
Ich habe befürchtet, dass sie das sagen würden. Imperator. Gut. Dann machen wir uns mal an Schritt 2, Leute. Ja. Und wo, wie können wir das jetzt machen? So. Ja. Ah, da hinten gibt's was. Was wir... Ah, und da vorne auch. Alles klar, sehr gut. Und... Können wir da was lesen? Da! Conqueror 6. Tarza. Sehr interessant. Conqueror 6. Vergleichbar mit Voyager 6. Ah, jetzt öffnet sich immer mehr. So, da machen wir uns mal an die Arbeit. So, das war Nummer 1. Und dann machen wir uns mal an Knoten Nummer 2. Au! You need to stop this, Wesley, while you still can. Alles klar, ja moin. Das glaube ich nicht. Ja, allerdings. Gegen göttlichen Imperator Crusher kämpfen. So, das war Nummer 1. So, und dann ist hier Nummer 2. Wartet mal. Ist das Aelia? LOL. LOL. Faszinierend, sage ich, kann ich da nur sagen. Echt faszinierend. So, und dann kümmern wir uns mal um den vierten Knoten. Autsch. Au. Wartet mal, kommt mal her. So. 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 Das war Nummer 1. Aua. So. Au. Perfekt. So. Take evasive action. Genau, als würde ich das hier machen. So, Sicherheitsteam rufen und alles klar zum Gefecht. Oh, jetzt kommen auch noch terranische Offiziere. Ah, ne, das sind Lita und Beverly. Alles klar. So, wo haben wir noch weitere Knoten? Wo haben wir weitere Knoten? Aelia, könntest du bitte deine Arbeit machen? Das ist jetzt das zweite Mal, dass mir sowas passiert. Aelia, könntest du dich bitte ein bisschen beeilen? Weil ich möchte vorankommen. Oh, da kommt was ganz gefährlich auf mich zu. Ja, jetzt haben wir es. Und es lädt sich auf. Und das können wir vergessen, genauso wie das. Aber das können wir machen. Oh, wir sollten uns beeilen. Und raus, 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 raus. Ah, und da haben wir noch eins. So, aber wir sollten uns jetzt schleunigst beeilen. So. Autsch. Und raus, raus, raus. Ah, perfekt. So, und wieder die, an die Drohnen machen. Jawohl. Boom, das waren Chroniton-Torpedos. So, das war der Soundback-Blitz. Oh, haben sich doch tatsächlich einige aufgelöst. So. Dann. Na komm, geh her. Okay, der. Ja, der geht gleich drauf. So, der hat sich auch aufgelöst. Ja, perfekt. Warte, warte, warte. Hier gibt es noch eine Drohne. Jetzt hat. So, und wo kommen wir hin? Da können wir nicht hin. Da können wir hingehen. Sehr schön auf jeden Fall. Ja. So, das war Nummer 1. Na komm. Renn, 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 renn. Und. Verbindung unterbrechen. So, das ist jetzt der letzte. Sehr gut. Ah, Spiegelcrusher ist jetzt da. Ah, na super. Ganz. Oh, was?
All I have to do is wipe you out and start the merge again. Easy! Then, I'll have all the time I need to do what must be done. Ja, moin. Warte mal, beschützt mal Lita, bitte. Und ich muss mich auch mal an die Arbeit machen. Datei des Reisenden hochladen? What? Alles klar, ja, moin. So, und Beverly hat, braucht Hilfe. Okay, dann kommandiere ich mal meinen zweiten Offizier und Polo, Marshall. Mal da. Mach ich doch. Ah, Lita ist fertig. Das ist gut. Ah, jetzt gibt's so Zeitblasen oder Time Bubbles für den Boden. Hat ja nicht nur ausgereicht, dass es für den Weltraum. Nein, auch noch für den Boden. Ah, so. So, ich bin fertig. Beverly braucht noch ein bisschen. Lita ist auch fertig. So, dann kümmern wir uns mal um die Klone. So. Und nebenbei gucken wir mal natürlich auf Spiegel Crusher. So. Ah, zwei Türme sind hier bereit. Ja. So. Alles drauf machen. Na, das habe ich mir fast gedacht. Aua. Machen wir. So, Daten des Reisenden hochladen. Tatsächlich, so. Oh, Lita. Meine Holo-Lita ist gestorben. Alles klar. So, dann versammelt euch alle mal bitte. Da drüben. Dankeschön. So. Oh, nee, nicht schon so. Nicht wieder so eine Zeitblase. Hoppala. Okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr Laufgeschwindigkeit. Alles klar, ja, moin. Und ein zusätzliches eigenes Sicherheitsteam. Ja, Lita. Ich kümmere mich hier nur um die... Hoppala. Da bin ich ein bisschen zu weit. So, da muss ich hin. So. Ich kümmere mich hier nur um eine Bedrohung, ne? So, Litas Fortschritt. So, perfekt. Mein Fortschritt ist als erster fertig. So, dann kümmere ich mich jetzt um Beverly. Während meine... What? Nein, sie ist nicht in einer Zeitblase. Hallo? Was redest du da für einen Schwachsinn, Lita? Ah. Kein Problem. Das glaube ich nicht. Ja, alles gut. So, schön, dass ich auch in Lita stehe. So, Lita, du bleibst bitte bei mir. So. Und Daten des Reisenden hochladen, bitte. So, ist mein Fortschritt als erster fertig? Ja, ist er. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So. Und Crusher, jawoll. Oh, jetzt ist der Doktor gefesselt gewesen. So, Alia steht immer noch da hinten. Sehr gut. Das ist schon längst nicht mehr der Fall. Lita, was laberst du da für einen Schwachsinn? So, Dr. Crusher ist jetzt auch fertig. Sehr gut. So, dann sollte jetzt gleich... Jetzt sollte, glaube ich, gleich ein... Ja, jetzt kommt Cutscene. Au. Au. Aua. Schön, dass ich einen Phaser in der Hand habe, statt meinem Mako-Gewehr. Oh, da. Au. Aua. Er sieht zufrieden aus. Oh. No. No, no. Come on. Wake up.
Wake up. Don't do this to me, Mom. Please, Mom. Please wake up. I didn't mean to. It's this thing, Mom. It's the other. I did it. It wasn't me. No. Wes. It was. Mom. It was you. But you lost control of it and yourself. Mom, I'm so sorry. I didn't think it would go this far. It's over now, son. It's over. Faszinierend. Ah, Alia ist da. Seeker. Interessanter Zufall. War das beabsichtigt? Bestimmt. Bestimmt. It is over. Oh Mann. Vija and Seeker are restoring all that was digitized before. Okay. Gut, Alia. Wo kam das denn jetzt auf einmal her? Okay, ja moin. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber was ist denn jetzt passiert? Vija bzw. Seeker hat doch mal durch Imperator Crusher nochmal Angriff gestartet. Oder ja. Irgendwie beides. Dieses verschmolzene Wesen. Okay, und als dann Spiegel Wes gesehen hat, dass seine Mutter verletzt wurde, stark verletzt wurde, hat das diese grandiose Macht verloren. Faszinierend. Aber gut, sollen wir recht sein, dann haben wir ein Problem weniger. Ja, auf jeden Fall sehr, Dankeschön, Lita. Lita, sage ich schon, Alia. Was geschieht nun mit Wesley und Seeker? Conqueror? They will join Vija and myself on our journey. What? Together, we will teach them. Help them to grow beyond their destructive natures. In a way, we shall become a family. What? Alles klar, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Naja gut, ich spreche jetzt aus der Perspektive, wo ich das zum ersten Mal gehört habe. Auch wenn das erste Mal durchspielen jetzt schon tatsächlich wieder ein bisschen her ist, aber trotzdem. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Ja, soll mir recht sein, auf jeden Fall. Spiegel Wesley wird sich doch mit Spiegel, also ich meine mit Seeker vereinen und dann ihre zerstörerische Absichten überwinden? Alles klar. Soll mir recht sein. Ein Terraner, dessen Zähne gezogen wurden, soll mir recht sein. Naja, jetzt habe ich da zwei Metaphern miteinander verschmolzen. Aber ist ja, kommt ja ein Ausgleich heraus. Eine sehr mächtige und möglicherweise sehr gefährliche Familie, wenn Sie das so sagen. We understand your concerns, but we are not ready to end their lives when the chance to heal them exists. Long ago, the crew of the Enterprise trusted Vija and myself to do the right thing here, above the Earth. We are asking you to do the same now. Naja gut, Kirk war eine Flachpfeife. Eigentlich noch zu dieser Zeit. Aber okay, ja. Was bleibt mir denn jetzt anderes übrig? Also, und ich als Sternflottenoffizier muss ja ein bisschen aufgeschlossener sein, ne? Und vor allem haben sie sehr viel für uns riskiert. Ihre Anwesenheit hier. Seeker hätte sie genauso gut digitalisieren können, aber sie haben sich gewehrt, weil sie in der Hoffnung waren, Seeker und Spiegel Crusher, also Spiegel Wesley Crusher, heilen zu können. Gute Absichten, meines Erachtens nach. Und wir vertrauen auf jeden Fall auch darauf, dass sie denen genauso helfen werden, wie sie uns gerade geholfen haben. It's time, Mom. I wish it didn't. I think Viger and Alia are taking Seeker and me to a better place. A new frontier beyond this universe.
had enough of ruling an empire. I think I'm gonna like being an explorer. Das kommt mir doch sehr vertraut vor. Von einem anderen Wesley Crusher. Interessante Parallele. I think it's something you've always wanted to do, but the cruel reality of the Empire kept you from it. Now's your chance. Make the most of it. And remember that no matter where you are, you have a proud mother that loves you very much. Always. Das sind auf jeden Fall schöne Worte aus dem Mund eines terranischen Offiziers. Interessanter. Und auch nette Worte vom Imperator Wesley Crusher, der jetzt zum Entdecker Wesley Crusher wird. Interessant auf jeden Fall. So, und das war's auch schon. I don't know about you, but I'm ready to leave this place and find a very strong drink. Ready to beam out? Na, aber sowas von. Und ich hole noch mal kurz mein Außenteam her, weil die standen die ganze Zeit hier. Und dann können wir zusammen uns rausbeamen. Und wer weiß, vielleicht erwartet uns ein ikonischer Anblick. Ha! Hab ich mir doch fast gedacht. Ja. Aber auf jeden Fall sehr interessante Anspielung an den ersten Film, ja. Und jetzt sieht man nochmal sehr schön die Phaserlanze und den Deflektor. Mars. Ach stimmt ja, haben sie ja gesagt, sie stellen hier alles wieder her, was digitalisiert wurde. Die Sternbasis, die Lyset und der Mars. Okay, dann wird bestimmt auch die Jupiter-Station, der Jupiter selbst und die Borders Q wiederhergestellt. Ah ja. Sehr gut. Sehr gut. Und kurze Frage, wird Papo auf? Ah ja. Okay, dann hat sich die Frage geklärt gerade. Alles klar. Okay. Sehr gut. Und werden auch Dinge von vorher wiederhergestellt? Ist das V'ger? Boah, das ist mal eine Ansicht hier. Richtig krass. Boah, richtig, richtig cool. Richtig episch. Richtig krass. Cool. Und ich bin gleich wieder da. Okay, bisschen reicht's noch und ein bisschen brauchen wir auch nicht mehr, weil jetzt sind wir schon am Ende, tatsächlich. Also fast am Ende. Wir reflektieren nochmal kurz über diese Zeit. So, Captain Corin, die erste, die digitalisiert wurde. Sprechen wir mal mit ihr. Allerdings. Nein, aber es kommen sicher noch andere Schlachten, ruhmreichere Schlachten als diese, Captain. Auch wenn das nur schwer zu überbieten ist. Allerdings. Das kann ich mir allerdings vorstellen. Kapla, Captain! So, dann sprechen wir mit Captain Jurok. Oder Commander Jurok, Entschuldigung. Oh, bei den Romulanern gibt es ja keinen Captain, sondern Commander. It is a curious thing what happened at Mars. Allerdings. To be in the midst of combat and then suddenly nothing. It was painless. Almost peaceful. We experienced nothing in our time away. For us, it seemed like no time. Ich muss gerade mit dem übereinstimmen, was hier gerade drauf steht. Faszinierend, auch wenn das eher nicht zu einem Menschen, sondern eher zu einem Vulkaner passt. Aber trotzdem passt es. After such an event, I look forward to more mundane pursuits. I believe I prefer threats like the Tal Shiar and the Syndicate over mad demigods, don't you? Das glaube ich Ihnen sehr gerne, Commander. Auf ein baldiges Wiedersehen. So, und dann sprechen wir noch mit Captain Sean. Ah, das sind unsere Anführer, Jeula, Larell, Admiral Quinn, Datan
und Loris. Na, ah, da haben wir Admiral Quinn. So, okay. Und auch wieder das Gesicht dieser Klingonen. Ah, ist das herrlich. So, das sind die Mediziner, Feldsanitäter, Fähnrich-Sanitäter. So, da gucken wir gleich nochmal nach. Aber... Oh ja, allerdings. Sie hatten Begegnungen mit kosmischen Wesen und dem Terranischen. Ja, aber nicht mit beidem gleichzeitig. Aber ich denke trotzdem, dass sie stolz auf uns gewesen wären. Und vor allem auf das Ergebnis, Captain. Ich denke, du hast recht. Viel hat sich seit ihrer Zeit verändert. Aber die Föderation bleibt. Allerdings. Es wird schön sein, die Rolle des Explorers zurückzukehren. Eine Rolle, die sie boldly pursued. Allerdings, Captain, dem kann ich allerdings auch nur zustimmen. Bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich auf die nächste Begegnung, Captain. Ja, aber auf jeden Fall auch wieder historisch die Borders Crew, die Lysette und die Enterprise zu haben. Und vor allem die Enterprise, die Defiant und unsere Voyager. Und nochmal die Spiegelvarianten zur Enterprise, zur Defiant und zur Voyager. Ah, sehr cool auf jeden Fall. So, dann die haben wir schon gesehen. Die werden diesmal von den Jem'Hadar verteidigt. So, Commander De Soto unterhält sich mit seinen Kollegen und Commander Burgess. Aber wir sprechen... Ah, das ist unser Gegenstück. Faszinierend auf jeden Fall. So, dann sprechen wir erstmal mit Beverly Crusher. There you are. I wanted to thank you for sparing Wesley's life. Others in your position might not have. Especially in the heat of battle, so thank you. Nichts zu danken, Doktor. Ich denke mal, mein klingonischer Kamerad, beziehungsweise mein klingonischer Kollege, hätte da auf jeden Fall drauf geschossen. Mein romulanischer Kollege wäre skeptisch gewesen und hätte vielleicht auch gefeiert. Eventuell, ich weiß es nicht. Aber... Ich als Sternflottenoffizier muss natürlich so etwas respektieren. Also von dem her, kein Problem. Haben wir gerne gemacht. Das glaube ich eher nicht. Eher weniger, Doktor. Ich denke, dass Sie ihn eines Tages wiedersehen werden. Eines Tages. Wann auch immer das sein wird. Seien Sie auf jeden Fall gespannt, wann es soweit sein wird. Bis dahin füllen Sie Ihre Pflicht als terranischer Offizier so gut wie möglich aus. So, das war schon das Gespräch mit Spiegel Beverly Crusher. Dann sprechen wir jetzt mal mit Admiral Leiter. These last few days are going to make for a very interesting chapter in my memoir. Let me tell you. I'll be sure my biographer frames you in a good light, despite you being from, well... Na, danke schön für dieses Gibt noch am Ende. Wie nett von Ihnen, Admiral. Naja, aber auf jeden Fall war es interessant, mit einem terranischen Admiral zusammenzuarbeiten. I'll be sure everyone gets their due. Believe me. You, Inquisitor, Ilea, even old Painway herself. Old Painway herself. Painway. Hier haben sie leider nur Janeway gemacht. Es wäre aber interessant, wenn sie hier Painway auch geschrieben hätten. Ja. Allerdings, was ich mich schon die ganze Zeit frage, wo ich hier diese Köpfe gesehen habe, wo ist eigentlich Marshall Janeway eigentlich? Hard to say. Probably back on Voyager, fuming over not getting to kill Tilly. Ja. Not saying I rubbed it in or anything, but she's a little bit salty about that. Ja. Ich vermute, dass er eines Tages darüber hinwegkommen wird. Irgendwann. Irgendwann, wenn jemand genauso wie Tilly da sein wird. Allerdings, was ich mich schon die ganze Zeit frage, wird Tilly auch wieder hergestellt? Weil wegen Digitalisierung und so? Ich frage ja nur für einen Freund, ne? Ich hätte Ilea nochmal folgen können. Und ich muss gleich nochmal, ich muss jetzt gerade mal noch was gucken. Bis gleich.
Okay, da bin ich wieder. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann sprechen wir mal mit meinem Gegenstück, dem Inquisitor. This has been an interesting experience, Doppelganger. I'll not soon forget for you. Das glaube ich allerdings auch. Es ist schwer, etwas zu vergessen, wenn man mit seinem Spiegel kooperieren muss. Eine andere Version von sich selbst zu treffen, ist eine singuläre Erfahrung und eine einzigartige Erfahrung. That's putting it mildly. Allerdings. Wahrscheinlich. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Und die zweite Variante wäre mir tatsächlich lieber. Denn tatsächlich ist auszusprechen, beide von uns gehören in ihr Universum. Und welches Ende für uns auch vorgesehen ist, es wird kommen, ganz sicherlich. Und wir sind bestimmt nicht unsere jeweiligen Endbosse. Um es mal so auszudrücken. Auf Wiedersehen, Inquisitor. Auf ein freundlicheres Zusammentreffen, wie Sie sich das vorstellen, auch wenn es sehr interessant werden dürfte. So, und jetzt sprechen wir auf jeden Fall nochmal mit Commander De Soto vom von der Spionageabteilung. Für dich ist diese Operation over, aber für mich, die Arbeit ist just getting started. Ja, ich kann mir vorstellen, warum. Sie werden sicherlich das Spiegeluniversum beobachten und gucken, wer als nächstes an die Macht kommt, weil Crusher ist ja zurückgetreten. Think about it. The Imperial Terran throne is vacant. Ja. The Mirror Universe is going to be a war until someone manages to rise above the din and take the crown. I'll be working with Ray Heat to find out who takes the throne, what they plan to do with it once it's theirs. Das wäre mir auf jeden Fall auch sehr lieb, wenn sie das herausfinden würden und mich auf jeden Fall bei solchen Anzeichen direkt kontaktieren würden. Also zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren, wenn Sie wissen, wer der neue Imperator ist oder die neue Imperatorin. Ich weiß ja nicht. Sieht auf jeden Fall so aus, als hätten Sie noch viel vor sich, Commander. Viel Glück bei dieser Mission. So. Ja, nice auf jeden Fall. Gut, damit hätten wir eine weitere Auszeichnung. Aber könnten wir nicht einmal so in der Cutscene oder so mit dem Orden ausgezeichnet werden? Hätte auf jeden Fall was. Und nicht zu danken, Admiral, ist ja unsere Pflicht. Ja, gut auf jeden Fall. Dann beamen wir uns mal hoch. Cutscene. Später, das Spieluniversum. Die Enterprise. Das war jetzt schon... Natürlich, natürlich! Warum denn auch nicht? Imperatorin Lita. Eine Außerirdische mal wieder. Ach ja, und da ist sie, gute alte Painway. Wie sie ja Lita genannt hat. Und der Inquisitor noch. So, how does the crown look? Too much? Or not enough? You wear it well. I hope you didn't bring me here to talk about fashion. Oh, no, no. You and I have much more important things to discuss. Then let's get to work, Empress. Das gefällt mir gar nicht, so wie sie da stehen. Holy shit, Digga. What the hell is that? Ein Borg-Kubus? In Rot? Ist das das normale Aussehen für die... Spiegelborg? Okay, das ist ja... gar nicht... gefährlich. That was far too close. Allerdings. Allerdings. I can't say I'm entirely comfortable with leaving the Emperor's fate in their hands. But under the circumstances, I don't think we were given a better alternative. Sieht so aus. Ja, auf jeden Fall. Also und wir bekommen, hat mir auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht, dem Imperator
ein bisschen den Hintern zu versohlen. Also so ist es ja nicht. Aber ich bin mal gespannt auf jeden Fall, weil wir wissen ja nicht, wer der neue Imperator wird oder die neue Imperatorin. Hust, hust. Ja, gut. War auf jeden Fall ein sehr interessanter und ein guter Abschluss für diesen Mission Arc. Auch wenn ich das, ja, ich weiß, es ist jetzt Englisch gewesen, aber ja, ist halt nun mal so. Und wir kriegen den täglichen Ereignisfortschritt, den wir nach Abschluss dieses Ereignisses nicht kriegen werden, aber auf jeden Fall den Arztkittel. Zwei medizinische Mäntel, ich denke mal, einer von TNG und der andere, den wir gerade gesehen haben. Und einmal Spezialausrüstungspaket, Plasma-Digitalisierer-Waffen. Und die Sache ist, die Kisten sind accountgebunden. Auf jeden Fall cool. Aber ich werde das jetzt natürlich noch nicht machen, weil ich habe ja noch ein bisschen Ereignisfortschritt. Dauert noch 7 Stunden und ist 7,5 Stunden etwa. Ja, dann würde ich sagen, wir haben tatsächlich das Ende erreicht. Ich bin gespannt, was ihr von dieser neuen Mission haltet. Mir hat sie auf jeden Fall sehr gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Like und ein Abonnement und einen Kommentar sehr freuen. Dann sehen wir uns wahrscheinlich beim nächsten Mal bei einer neuen Episode oder einem neuen Video von mir. Egal, ganz egal bei was, auf jeden Fall. Wir sehen uns in den unendlichen Weiten in Star Trek Online wieder. Bis dahin, tschödelö und macht's gut! Ach ja, und um das nochmal nachträglich noch mitzugeben, wenn ich das nicht schon gesehen hat oder wer das noch nicht gehört hat von mir. Frohst euch sie auf jeden Fall, auch wenn es ein bisschen lange jetzt ist, ich weiß. Aber ich habe es in keinem Video vorher gesagt. Jetzt auf jeden Fall ist es auf jeden Fall gesagt. Und ich weiß, das war doppelt gemoppelt gerade. Aber egal, das lass mal so. Auf jeden Fall frohes Neues. Und ja, auf dass dieses Jahr besser wird als das letzte. Ich kann auf jeden Fall auch für mich sprechen. Aber das ist eine andere Geschichte, um die müssen wir uns jetzt nicht kümmern. Aber auf jeden Fall, bis dann. Ciao, ciao.